Preston wird aktuell richtig gehasst, aber woran liegt das? Genau das erkläre ich in diesem Video. Und ich denke, wir machen mal einen kleinen Exkurs auf Twitter. Denn die letzte Woche hat bei Twitter oder X die Welt gebrannt. Da haben sich die letzten Tage immer mehr Spieleentwickler darüber beschwert, dass ihre Spiele von Roblox gelöscht werden. Und zwar, weil Big Games einen DMCA-Takedown gefeilt hat. Was das bedeutet, gehen wir mal rüber. Das hier ist Twitter und unter den Hashtag Boycott Big Games gibt es einige Tweets, weil Big Games wird boykottiert, falls ihr nicht wisst, was Big Games ist. Big Games ist die Roblox-Gruppe, die Pet Simulator X macht. Hier beschweren sich viele Leute darüber, man sollte Pet Simulator boykottieren, also das Spiel nicht mehr spielen, die nicht mehr unterstützen. Und der Grund dafür sind DMCA-Takedowns. DMCA-Takedown-Requests sind einfach nur Möglichkeiten, die sind auch sehr gut, dass es die gibt, dass man einfach Roblox sagt, ey Roblox, hier gibt es Leute, die klauen mein Intellectual Property, die verstoßen gegen mein Copyright und ich würde das gerne von der Plattform gelöscht haben. Und genau das macht Preston mit ziemlich vielen Roblox-Spielen, die nicht unbedingt immer was mit Pet Simulator zu tun haben. Im Grund dafür sind, jetzt sind die Tweets natürlich anders. Ich wollte gerade auf einen bestimmten Tweet eingehen. Na gut. Grund dafür sind Squared Pets. Ihr kennt es ja, in Pet Simulator gibt es Pets, die sehen blockig aus, die bestehen aus Quadraten. Das ist so seit Pet Simulator 1, das ist der Unique Art Style von Pet Simulator, denkt Preston zumindest. Die Sache ist nur, das ist nicht wirklich unique. Es gibt viele andere Spiele, die Squared Pets haben, wie zum Beispiel auch den Mining Simulator oder auch der Bee Swarm Simulator. Es gibt wahrscheinlich noch 100 andere Spiele, die auch Squared Pets in Roblox haben. Einfach nur, weil es ein simpler Art Style ist, der zu Roblox passt. Und Preston hat es dann irgendwann rausgenommen. Mensch, wenn wir jetzt mal einen guten Tweet finden, jetzt finden wir nur noch ihr Memes darüber. Wenn wir vielleicht auf... Na, ich sollte vielleicht nie auf Neueste gehen, wenn ich auf Twitter bin und das livestreame. Es gibt auf jeden Fall einige Spiele, die runtergenommen wurden von Pet Simulator. Einige Spiele waren tatsächlich auch Pet Simulator Kopien. Da finde ich, ist das absolut korrekt. Hier seht ihr, kann ich ranzoomen, sodass man nur das Bild sieht? Nein, kann ich nicht. Naja, man sieht hier auf jeden Fall Josh, den kennt ihr aus den Pet Simulator Update Videos, hat getweetet, can I copy your homework? Ja, also kann ich deine Hausaufgaben kopieren? Ja, aber ändere sie ein bisschen ab, damit es nicht so obvious aussieht. Und dann ein Pet Simulator Pet und ein Pet aus irgendeinem anderen Spiel. Und das ist auch fein, wenn man Sachen runternimmt, die einfach so ziemliche Kopien sind. Das Problem ist nur, dass sie nicht irgendwelche Pets runternehmen, sondern ganze Spiele runternehmen. Und das nur dafür, dass sie Squared Pets haben. Des Weiteren, Mensch, ich find's gerade blöd, dass ich die Tweets nicht mehr finde, die ich zeigen wollte. Wo sind sie? Na, auf jeden Fall ist es legitim und deren Recht, direkte Kopien von Pet Simulator runterzunehmen. Sie haben aber nicht das Recht, einfach Spiele runterzunehmen, nur weil die kubische Pets drin haben. Pet Simulator ist nicht der Erfinder von Squared Pets. Es gab schon davor Squared Pets in Roblox. Nur weil Pet Simulator so groß ist, haben die nicht automatisch das eigene Recht daran. Und selbst wenn sie es hätten, sollten sie es nicht durchsetzen, weil es einfach asozial ist, anderen Leuten ihr hart erarbeitetes Spiel einfach zu löschen, nur weil die irgendein Feature übernommen haben, das in Pet Simulator drin ist. Wenn es eine 1:1 Kopie von Pet Simulator ist, meinetwegen, aber wenn es ein ganz anderes Spiel ist, das auch Pets hat, hat Pet Simulator X kein Recht, diese Spiele einfach zu löschen und den Entwicklern ihre ganze, wahrscheinlich monatelange Arbeit zunichte zu machen. Das macht man einfach nicht. Das ist genauso wie unter YouTubern. YouTuber sperren sich gegenseitig nicht ihre Kanäle, nur weil der eine mal auf den anderen reagiert. Das gehört sich einfach nicht. Was ich ganz lustig finde, Lolaris, ich weiß nicht, ob ihr Lolaris kennt, das ist der Macher von The Mad Murderer. Das war das Murder Mystery Spiel, bevor es Murder Mystery gab. Und der war damals super unbeliebt. Alle haben ihn gehasst dafür, dass er Game Pässe rausgehauen hat, die zu teuer waren. 700 Robux für einen Radio Game Pass. Und er war das größte Monster auf Roblox. Nach heutigen Standards ist er eigentlich ein Heiliger. Fand ich auch lustig, wie er so gepostet hat. Und they used to call me evil. Also sie meinten damals, ich wäre böse. Er sagte auch, dass er niemals irgendwelche Projekte runtergenommen hat, selbst wenn sie direkt von ihm geklaut haben. Warte, wo ist der Tweet? Ah, ich finde die guten Tweets nicht mehr. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen, naja. Aber das mit den DMCA-Takedowns ist ja nicht nur die eine Sache, die Big Games macht, die ziemlich blöd gemacht hat die letzten Tage. Was auch rauskam und was ich für eine absolute Verarsche halte. Und ich denke, wir können auch mal aus Roblox rausgehen und wir gehen mal rüber zu Pet Simulator X. In Pet Simulator X kam nämlich jetzt ein neues Hellrock-Event raus. Nur, dass es jetzt kein Hellrock, sondern ein Happy Rock-Event ist und dass es kompletter Müll ist. Ich sag euch jetzt, warum
warum ich es nicht für nötig halte, hier Eggs zu hatchen. Jetzt sind wir in Pet Simulator und in Pet Simulator. Seht ihr, ich habe 999 Pets. Also nicht wirklich, eigentlich habe ich nur stundenlang durchgehatcht und nichts bekommen. In Pet Simulator gibt es nämlich das neue Hellrock Event. Wer sich nicht daran erinnert, vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, keine Ahnung, gab es ein Event in Pet Simulator X, bei dem man aus jedem Egg einen huge Hellrock ziehen konnte. Und die Chance, einen Hellrock zu ziehen, war so unfassbar hoch, dass es davon jetzt Millionen Stücken gibt. Und das war ein cooles Event, auch wenn es ein bisschen overpowered war. Ich meine, wir spüren die Nachwirkungen davon heute noch. Es gibt viel zu viele Hellrocks. Jetzt hat sich Backcamps gedacht, okay, Pet Simulator ist gerade am Sterben, während sie an im Happy Pet Game arbeiten. Bringen wir nochmal ein Hellrock-Event raus, hypen wir es an, aber wir machen daraus kein richtiges Hellrock-Event. Weil damals, als das richtige Hellrock-Event draußen war, konnte man an diesem Eck hier stehen, Auto-Hatch anhaben. Ich hatte damals, glaube ich, nicht mal dreifach Hatch und habe nach einer Stunde 30 Hellrocks gehatcht. Wisst ihr, wie lange ich gestern gehatcht habe? Ich habe gestern 12 Stunden am Stück gehatcht. 12 Stunden am Stück saß ich hier und habe gehatcht. Und wisst ihr, wie viele Huge Happy Rocks ich bekommen habe? Null. Ich habe 0 Huge Happy Rocks bekommen nach 12 Stunden Hatchen. Natürlich wird es manche von euch geben, die viel mehr Glück hatten und viel schneller einen bekommen haben, ist klar. Aber dieses Sample von 12 Stunden zu 0 und 1 Stunde zu 30 zeigt ja wohl, dass das bei weitem nicht mehr die gleichen Chancen waren wie damals. Sie wollen einfach nur wieder billig irgendwie ihre Spielerzahlen hochpushen, aber machen genau das gleiche wie bei allen anderen Huge Pet Events, die sie haben. Und zwar, dass sie die Chancen so niedrig stellen, dass es ein normaler Mensch eigentlich nicht hinkriegen kann. Beim Hellrock-Event war es cool, weil jeder, selbst Leute ohne Gamepässe, hatten die Chance auf einen Hellrock. Aber hier haben Leute sogar mit allen Gamepässen die Chance, gar keinen Hellrock zu bekommen, wenn sie 12 Stunden lang durchhatchen. Oder meinetwegen auch 30 Tage lang durchhatchen. Einfach nur, weil die Chancen viel zu niedrig sind und die Chance zu hoch ist, dass man sie einfach nicht hittet. Hier werden wir einmal eingeben, Happy, blub, da ist er, der Huge Happy Rock. Davon existieren jetzt 308.000. Nach 1 Million war es, glaube ich, ist Schluss. Also wenn es 1 Million gibt, machen sie, nee, warte, war es 1 Million? War es nicht sogar schon weniger? Doch, 1 Million. Es darf nur 1 Million maximal geben, das heißt, ein Drittel davon ist schon weg. Und ich muss sagen, dass jetzt 300.000 hier sind, zeigt ja, dass sie die Chancen wohl doch vielleicht wieder ein bisschen erhöht haben, weil gestern Abend waren es noch 58.000. Und 58.000 waren halt echt wenig. Die Chance ist irgendwie 1 in 10 Trillion. Keine Ahnung, wie hoch die Chance ist. Die Chance ist auf jeden Fall viel zu niedrig. Also ich könnte mich jetzt hier eine Stunde hinstellen und kann damit rechnen, dass da einfach nichts mehr kommt. Aber wenn ihr unbedingt ein Huge Pet haben wollt, ist das wahrscheinlich trotzdem nach wie vor eure beste Chance, um jetzt noch ein Huge Pet zu bekommen. Jetzt, wo wir hier sind, läuft das ganze Ding noch 1 Tag und 8 Stunden. Wenn ihr das meinetwegen morgen erst seht, am Sonntag, dann habt ihr dann vielleicht nur noch einen halben Tag Zeit. Aber ihr braucht nicht erwarten, dass ihr einen Happy Rock bekommt. Übrigens, wenn ihr unbedingt einen goldenen Happy Rock bekommen wollt, warum auch immer man das haben sollte, dann müsst ihr natürlich an einem goldenen Egg hatchen. Ich hatche an den normalen Eggs, weil ich fand auch die normalen Hellrocks besser als die goldenen. Naja, viel mehr gibt's nicht zu sagen. Preston lässt einfach hunderte verschiedene Spiele in Roblox sperren, selbst Spiele, die nicht Pets im Lauter faken, sondern einfach nur Pets drin haben, die quadratisch sind. Und Preston will uns mal wieder verarschen, indem er der Meinung ist, wir fallen drauf rein, wenn er uns wieder super schlechte Chancen gibt und behauptet, es wäre dasselbe wie ein Hellrock-Event. Also ich kann sagen, das ist ein weiterer Grund, weshalb ich halt wirklich echt enttäuscht bin von Big Games und gar keinen Bock auf Pet Simulator habe. Meine Aussage vom letzten Mal steht noch, ich bin nicht wirklich daran interessiert, weiter einen Pet Simulator zu bringen. Natürlich, wenn es krasse Updates gibt, dann werde ich vielleicht nochmal ein Video dazu machen, aber ansonsten warte ich immer noch auf den Nachfolgeteil und wir warten ab, wie das Happy Pet Game wird. Aber das ist alles, was ihr von mir in Pet Simulator mitbekommen werdet. Es sei denn natürlich, es gibt wieder ein großes Update. Ihr könnt natürlich jetzt das Video anklicken, das hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!